Dann begrüßen wir euch, dass wir heute, ich muss merken, dass wir bis heute kommen, wieder mal Freimöglichkeiten. Wie ihr wisst, ist das Woche Klima-Aktionswoche. Und wir meinen eigentlich, alle Woche und alle Tage, wir sind uns der Urgenzklimatik bewusst sind, und nicht nur während einer Woche. Und ich bin gerade, wenn wir der Meinung sind, dass wir in einer Klimakrise sind, hat man ja auch für kurz mal mehr an der Chambre die Resolution, also wir hatten David Wagner an der Chambre, an mehr die Resolution rabrucht für eine Deklaration d'urgence climatique zu freuen. Eben gerade, weil auch dem Rapport von dem GIEC-Gruppe 2018 nur dringend Maßnahmen nötig sind, und die wären eben dann mit seiner Urgence, Deklaration d'urgence, gegen die auch die fordern mit an dem Moment auch. Wir sehen aber auch, dass als Regierung sich der Urgence nicht bewusst sich schenkt, weil auch wenn sie immens ambitiöse Ziele an Ankündigungen haben, wie zum Beispiel, wie wir wissen, CO2-Emissionen bis 2030 50% draufzufahren oder auch die erneuerbare Energie von 7% auf 23% draufzusetzen, das sind immens schön an ambitiöse Ziele, die wir auch anerkennen. Wir müssen alles aber, wir meinen, dass wir als alle müssen und alles dort und in der Realität und nicht in dem, was wir alles versprechen. Und da sind wir eine immense Diskrepanz. Und wir sehen dann eben den Moment, dass wir da noch immer länger Urgenz sind, viel zu handeln. Und wie gesagt, Lützeburg ist da aber leider noch immer am Schlusslicht, was erneuerbare Energie angeht und eben auch, was als ein ökologischer Fußabdruck angeht, sind wir am Ausisch, weil das Land, was am meisten verbraucht. Genau, aber wenn wir es eben so müssen, dann sehen, dass wir handeln müssen, so mehr, dass Klimaschutz nicht durchgeht mit den einzelnen Maßnahmen, mit einzelnen Mesuren. Wir sind der Meinung, dass die Klimakrise aus sich eingefasst hat, dass ihr Gesicht von einer globalen Krise, von einer politischen, ökonomischen, sozialen, kulturellen Krise, einer ideologischen Krise. Und die ist das Resultat aus sich vom Produktionsmodell, an dem wir leben, dem Aufbau von den Ressourcen, von den natürlichen Ressourcen basiert und natürlich auch bei unserem Konsumverhalten. Und dafür muss ich viel mehr weit denken und auch viel mehr weit handeln. Und nicht mit der Phänomie werden, dann in Stimmen macht wird für mit ganz konkreten Proposen. Merci Nathalie, für die ganz gute Intro. Ich meine, dass das Woche sich ein ganz rich Aktionen und auch Organisationen aus der Zivilgesellschaft die Stellung holen zum Sujet Klimaschutz. Und nicht mehr spät wie für uns BD, hat Greenpeace auch eine Pressekonferenz gemacht, wo sie ein ganz rutsch frohen, pertinent frohen, abgeworfen, aber wir wollten eigentlich unabhängig von Greenpeace da weiterführen, wo sie mit denen frohen, mit denen sie abgehauen haben. Und es geht um den Fonds de Compensation von der Rentenreserve. Da wisst, wir haben in der Vergangenheit schon ganz tags dazu Stellungen geholt, dass das ein riesiger Kanjott von bald 19 Milliarden Euro, die im Moment ganz wild durch die Welt spekuliert gehen an multinationalen Botten. An mehr Hund von Anfang an, das als ganz kritisch empfunden, war noch 2004 die einzige, die gegen die Schärfung von dem Dote Fonds an seinen Funktionserweis gestimmt hat. An Greenpeace wird die Frage gestellt, also gesagt, ja, aus dem Dokument, was uns vier Leute im Rapport annuell, kann ich eigentlich nicht richtig rauslesen, wie viel an fossilen Energien dann finalement von dem Fonds investiert wird. Also wie viel von unseren Renten eigentlich an zukunftsschädliche Betriebe fließen. Mehr so sicher recht, dass ich nicht bis auf den letzten Punkt genau rechnen kann, von der Woche mit der Struktur selber von so Fonds d'Investissement zu tun hat. Mehr den Fonds hat aber zumindest die Transparenz, dass man können so wie viel mindestens an fossilen Energien investiert sind. Am Monat Rechnung gemäht, so am Pressedossier leihen. Aber wenn man sich die Zölle nur guckt, da muss ich dann aber schon sagen, das ist aber ziemlich ein Hummer. Also mindestens 545 Millionen Euro sind an Unternehmen investiert, die unter die direkt mit Gas, Öl oder Kohle-Exploitation zu dienen haben. Demgegenüber
denen 545 Millionen stehen 21 Millionen an erneuerbare Energien. Das ist das Verhältnis. Und das ist der Stand, den 31. Dezember 2018. Also über zwei Jahre, nun in Kraft treten vom Pariser Akkord, wo die Litzebäuerische Regierung sich schon gebretzt, damit er hört, wie ein Tutplake schmecken, als das die Investitionspolitik von dem Fonds de Compensation von einer öffentlichen Institution, die Cotisation Soziale von den Salarien heute zu Litzebäuerisch verwaltet. Und das ist ein dickes Stück. Aber wenn ich so, dass mindestens 545 Millionen, das sind die Zahlen, die retraçabel sind von den Unternehmen, die hier kein Geschäft mit denen fossilen Energieträgern machen. Da fanden wir dann Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Total, BP, Chevron, Lukoil, Gazprom etc. Die wirklich hier kein Geschäft machen. Nicht daran dran, und das ist mehr schwer herauszufinden, sind all die Unternehmen, die Exploitation nicht hier Tatgeschäft ist, mit diesen auch betreiben, wie zum Beispiel Minengesellschaften. Also Unternehmen mixten, die just ein Deal, mehr aber immerhin, von ihrer Exploitation oder von ihrem Gewinn streben, auf die Ausbeutung von fossilen Energieträgern beruhen. Nicht dran, an den 545 Millionen, sind natürlich auch all die Investitionen an die unterschiedlichsten Bereiche von der Finanzindustrie. Wo wir wissen, dass die Finanzindustrie auch ganz stark verbunden, vernetzt und investiert an die Bereiche von fossilen Energieträgern. Und auch nicht dran, an den Zahlen von 545 Millionen, das sind die Industrien, die verbunden sind, direkt verbunden sind mit den Energien, mit den fossilen Energieträgern, das heißt die Autosindustrie, das heißt die Industrie Aérienne, also die Fluggesellschaften, die sind alle auch nicht an der heutigen Rechnung von 545 Millionen mit dran. Das heißt, ich kann reasonablement davon ausgehen, dass die Dunkelziffer wesentlich über 1 Milliarde wert leihen, die zu Litzebüch, die von der öffentlichen Institution, von unserer Rentekäse, investiert in fossile Energieträger. Das ist ein Skandal an die Zwillen, die sind retraçabel als Modellbüchter, und man länger Sisyphus erbischt, sie probiert zu retracieren. An der Dokumentation, wo auch Zuchsen, auf dem man es gegründet hat, für die Zwillen zu kommen. Und da muss ich sagen, wir haben in den letzten Jahren immer Initiativen geholt, für andere Chamber hierüber zu diskutieren. 19 Milliarden, das ist ungefähr Teil vom Staatsbudget, die einfach mal nicht dem Staatsbudget nachher zur Disposition sind. Wenn ich just die Investitionen vom Staatsbudget gucke, die bei 3 bis 4 Milliarden leihen, also die Multiple von dem, was der Staat heute zu Lützburg investiert, die einfach als Kanjot nachher auf der Seite leihen. Und wir haben immer gefordert, dass wir eine Debatte haben, wo ein paar Mal versucht, an den Kommissionen auf den Ordre du Jour zu setzen, was doch gelungen ist. Und wir haben auch an der Kommission so gut erreicht, dass gesagt wird, dass effektiv darüber müssen wir noch diskutieren, dass wir einen seriösen parlamentarischen Rapport über die Investitionen machen. Das ist auch an einem Rapport von einer Kommissionssitzung vom 18. Januar 2016 aktiviert, dass das so gemäht ging. Wir haben eine Ritschkehre nur gefragt, nur gehakt, aber bis jetzt ist noch immer nichts geschieht. Aber wir gehen immer mit neuen Kalkulationen auf irgendwelche Zukunft verwiesen, da gibt dann irgendetwas kommen. Und das ist interessant, und der Pressekonferenz von Greenpeace für uns auch gewesen, weil Minister Schneider relativ sehr darüber geantwortet hat. Ich meine den Tag selber an einem Pressekommuniqué. Und du musst ihn zu der Antwort von Herrn Schneider paar Sachen sagen. Also denn, Herr Schneider rechtfertigt sich eigentlich mit drei Argumenten. Er sieht erstens, wir haben eine Exklusionslicht und auf der Licht sind all die Unternehmen drauf, die gegen internationale Konventionen verstoßen, die letztendlich unterschrieben sind, Menschenrechtskonventionen etc. Plus all die
die durch irgendein ein Accident, das geschieht, als an Wulenken von der Öffentlichkeit, ob Sauereien aufmerksam gemäht gesehen von den Unternehmen, die gehen dann noch kurzfristig drauf geholt. Also die Exklusionslöscht an Nathalie wird nur noch kurz drüber gehen, das ist ein Witz. Am Moment befanden sich 54 Firmen auf der Exklusionslöscht. Eine Zahl, die da ja auch noch weiter aufgegangen ist, weil das Screening-System, den sie benutzen, und die Screening-Bots, die sie benutzen, auch noch gerne tut. Das zweite Argument von Romain Schneider ist, dass er sieht, ja, wir haben 2017 ein Zucht Paradigmenwechsel angelegt, an dem wir nicht nimmer mehr an toxische Investitionsmente investieren, mehr hun so ein Label geschafft von sozial und ökologisch responsabel. Man hat uns da geguckt. Von der Gesamtsumme vom Fonds de Compensation sind genau 1,7% von der Gesamtsumme an Bereiche und Kompartimente investiert, die das Label hun sozial und ökologisch responsabel. Und immer ist die Kompartimente auch nicht mehr genau geguckt. Und wenn man da festgestellt hat, zum Beispiel an einem von den Kompartimenten, die scheinbar so ökologisch responsabel sind, nicht mehr wie 30 Millionen von denen 545 Stierchen, die auf fossile Energieträger investiert gehen. Also komplett an der entgegengesetzten Logik von COP21, von den Klimaakkorden. Das ist sozial und ökologisch responsabel. Gibt das vom Minister genannt. Und das ist einfach nur eine Hypokrisie pur. Und das vierte Argument, was, oder das dritte Argument, was man da bringt, das ist, dass ihr seht, ja, mehr in der Vergangenheit, wir haben auch immer mehr an den Logement investiert. Und das stimmt, paar vom Logement am Fonds de Compensation sind Blut gegangen. Momentan beträgt es ungefähr 8,5%. Ja. Von den 8,5% sind aber 5%. Die sind an Immobilienfonds, an Immobiliengesellschaften am Ausland investiert. Und die restlichen 3,5%, die übrig bleiben, die zu Lützeburg investiert gehen, die gehen an riesen Spekulationsprojekte, wie heute in Royal Hamilius investiert, wo es just darum geht, ein maximal Rendit aus Bürosflächen zu gewinnen. Die also auch da einen nefasten Abfluss von Logementsituation insgesamt halt zu Lützeburg. Und das Einzige, was sie bis jetzt vorzuweisen haben, das ist ein Investissement, eine Kooperation mit der Société Nationale des Habitations et Bon Marché von nicht zu packend 21 Wohnungen zu Wasserbüllisch, die sollen gebaut gehen. Das ist alles das, was den Fonds de Compensation aktuell zu Lützeburg für Projekte hat, für an den Logement lokativ zu investieren. Also das ist eine Hypokrisie pur, was da geschieht. Und für uns ist dafür evident, dass eine responsable Politik, die schon eigentlich daran müsste bestehen, eine Reserve zu haben, dass in Zukunft Renten können ausbezahlt gehen, dass in Zukunft Leute am Sozialstaat Lützeburg seriös und ehrbar leben können. Man stelle fest, dass die Investitionsmente, die aber im Moment nach denen so gemäht sind, genau auf den Conträr hinzielen, nämlich auf die unmögliche Machung von enger Zukunft, nicht nur heute zu Lützeburg, sondern an Europa und auf der Welt. Voilà, und du mal gehst dann die Wort, Marika, weiter und Nathalie, weil effektiv die fossile Energieträger sind nicht nur als ein ähnliches Problem, sondern voilà. Genau, es nicht mehr als skandalös für uns, geht nicht um den Duo, mit dem Fonds de Compensation investiert auch weiterhin an Unternehmen, die sich Menschenrechtsviolationen schuldig machen, an auch Umweltrechte violieren, wie zum Beispiel, um man dafür ein Beispiel zu nennen, Rheinmetall, das ist ein Waffenproduzent, der sich Waffen exportiert an den Nahen und Mittleren Osten und sich auch am Jemen-Krieg so infiziert ist, oder auch nach Wilma International, das ist ein Multinational, die Palmenöl möchte, und zwar in dem Sinn auch an Indonesien und an Malaysia der Rebisch illegal aufholzt, oder zum Beispiel auch nach Goldcorp Inc., eine Bierbaugesellschaft, die in Lateinamerika sich Umweltrecht, also Sozialrecht, Violationen sich schuldig möchte. Und das ist ein ganz schlimmer Punkt für uns, weil die noch seit Jahren immer von ganz vielen ONGs
Hufe geht und immer im Gesund geht. Und mir reise sich da einen ganz, ganz schlimmen Menschenrechtsfehler für schuldig machen. Und eben auch die Politikkohärenz für Entwicklung, auch für Menschenrechte, die ja misst eigentlich bei all politischem Schwur, bei all öffentlichen Investitionen, misst eigentlich über alle Entscheidungen stehen, die geht nicht so geholt. Andere Inkohärenzen gehen dann andere Gebiete, oder wie zum Beispiel als Regierung Jogain Cattenau, mehr investiert aber an EDF. Also auch da sehen wir eine große Inkohärenz. Oder auch zum Beispiel im Niveau von den OGM, die Regierung als Kind OGM, den Fonds de Compensation investiert an Bayer Monsanto. Ein anderes Beispiel aus der Tubak-Regierung, Regierung, es geht in Tubak, aber der Fonds de Compensation investiert auch da an Philip Morris oder auch an British American Tobacco Company. Es sind nur ein paar Beispiele, die weisen, dass es sich die Explosionslöscht, wie den Margit gesagt hat, nicht wirklich funktioniert oder nicht durchgeht zumindest. Und es gibt noch ganz viele andere Beispiele, die weisen, dass die Investitionspolitik aus sich von Grund auf neu gedurcht muss gehen. Und wir fordern da eigentlich, dass den Pensionsfonds aus allen, und zwar direkt aus allen toxischen Firmen rausklimmt. Es kann einfach nicht sein, dass als öffentliche Reserven, Pensionsreserven an so Firmen investiert gehen, wobei es für Alternativen gehen. Wir gesehen, also für ein paar Jahre war so ein Sondage, das ich gemacht habe, wo, das sind schon ein paar Jahre her, das sind ein Mann, aber du hast dabei herausgekommen, dass 73% von den Leuten zu Lützburg, die gefragt wurden, d'accord wären, dass der Pensionsfonds gegen nur sozialen und umweltgerechte Kriterien gegen investieren. Das weißt du aber eigentlich, dass ich das kann umdenken und dass ich auch kann eine breite Diskussion kann lancieren. Und dafür fordern wir eben auch, dass die Reserven auch zu Lützburg investiert werden. Wie der Marge doch schon sagt, da wird extrem wenig zu Lützburg investiert. Wenn wir aber gesehen, dass wir eine Logementskrise haben, und wir benutzen den Term Krise ganz bewusst, weil wir eben auch da meinen, da muss auch drastisch gehandelt gehen, können die ja wirklich auch zu Lützburg am Logement und auch an der Energietransition investieren für alle Weltregierungen, die auch an ihrem auch das Chantien als Prioritärchantien auch. Genau, und wir fordern eben einen breiten öffentlichen Debatt und das haben wir schon gesucht. Ich meine, wir haben eine Tour gemacht. Oder? Ja, also ich meine, das ist ein bisschen den effektiv die Tour von dem, was ein bisschen komplementär ist, auch zu der Pressekonferenz, die Greenpeace als ein Akteur von der Zivilgesellschaft logimiert wird. Ich meine, der wir noch nicht vergessen an der Vergangenheit, den Minister betont auch an seiner Antwort, an seiner Kommunikation immer, wie stark hin den Dialog mit der Zivilgesellschaft gibt sich an Zivilgesellschaft, die Organisationen, die wir kennen, die ONG, die gehen noch bei den Minister mit Fotos, mit Beweisen von Menschenrechtsverletzungen. Der Minister geht sich dann immer ganz betroff, friert dann die Gesellschaft, die das Screening möchte, die Gesellschaft friert dann irgendwie bei der Pressestelle von der Wort nur an die verspricht dann, ja, das werden sie in Zukunft ändern und dann ist alles an der Reihe. So, und das ist eine Politik, die der Konträr ist von dem, was ein Pensionsfonds eigentlich müsste sein, nämlich Zukunft zu präparieren und zu assurieren.